Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zur 9. Folge des Einsteiger-Guides von Demon's Souls. Am unteren Ende der Tunnelstadt stehen wir hier vor dem Nebeltor zu dem Boss dieses Areals, dem Flamelurker, dem Flammenschleicher auf Deutsch. Und das, große Vorsicht, ist die erste größere Herausforderung hier, was die Bosse angeht in Demon's Souls. Ihr müsst euch echt ordentlich gut vorbereiten, um euch diesem Boss zu stellen. Als allererstes würde ich euch empfehlen, den Ring der Flammenresistenz anzuziehen, denn der Boss ist sehr hitzköpfig und damit könnt ihr zumindest den Feuerschaden ein bisschen minimieren. Außerdem solltet ihr euch frisches Gewürz auf die Quickslot-Leiste legen, um im Affekt schnell neue Mana zu generieren. Und ich guck mal, ob ich noch zunehmendes Mondgras hier mit dabei habe. Das nehme ich mal mit auf die Leiste. Und das kleine Gras, das ist fast ein bisschen zu schwach für den Flamelurker, deswegen das mittlere und das Dreiviertel ist, glaube ich, ganz gut. Außerdem nehme ich noch das Chris mit in die Hand. Ihr habt jetzt die Wahl, entweder quasi entweder mit Schild oder mit unserem Halbmondfälschen zu kämpfen, denn der Flamelurker ist sehr magieanfällig, also gut, dass wir Magier sind. Oder aber wir nehmen Zauberstab und Chris in die Hand, um aus der Ferne zu ballern. Und das sollten wir als allererstes, wenn wir das Spiel hier zum ersten Mal spielen und den Flamelurker zum ersten Mal bekämpfen, auch als erste Taktik unserer Wahl verwenden. Was wir auch noch tun können, ist unseren frisch gekauften Zauberspruch, den Wasserschleier, anzuwenden, um uns ebenfalls noch ein kleines bisschen gegen Feuerschaden zu schützen. So, wir sind ausgerüstet. Chris und Zauberstab sind in der Hand. Los geht es. Hallo, Flamelurker. Der Flammschleicher ist ein bisschen wie ein tollwütiger Gorilla. Er hat keine Fernkampfangriffe, sondern in Anführungszeichen ja nur diese heftigen Fausthiebe, die euch allerdings gern mal umschubsen und die auch noch Flammenschaden verursachen. Daher ist die Taktik für uns als Magier immer mobil bleiben und immer auf Distanz gehen und ihn aus der Entfernung mit unseren Seelenpfeilen zu befeuern. Achtet darauf, durch die Sprünge und diese Sprintattacken ist der Flamelurker sehr schnell wieder an euch dran. Da hilft es dann auch nicht, diese Fausthiebe wegzublocken. Die staggern euch und dann kommt ein zweiter Hieb hinten dran und das ist dann meistens tödlich. Also unbedingt, unbedingt immer auf weite Distanz. Es kann nicht weit genug weg sein, auch wenn ihr im Zweifel vielleicht den einen oder anderen Schuss nicht landen könnt, so wie wir. Lieber safe than sorry. Außerdem beim Mobilsein solltet ihr darauf achten, immer die Arena im Blick zu behalten. Die ist leicht oval gestaltet. Lasst euch nicht in die Ecke treiben oder an eine Säule, denn wenn ihr nicht mehr rauskommt, dann prügelt euch der Flamelurker grün und blau und das ist dann sehr schnell der sofortige Tod. Also immer schön mobil sein. Im Zweifel kurz mal so einen Sprung wegblocken. Diese Lava-Pfützen übrigens verursachen Gott sei Dank nicht so viel Schaden wie die Lava-Seen in der Episode davor. Hört sich komisch an, aber viel Schaden verursachen sie Gott sei Dank nicht. So, wie funktioniert das jetzt im Nahkampf, wenn wir keinen Seelenpfeil haben? Wenn er in den Boden schlägt, dann immer erst im letzten Moment ausweichen, ihm in den Rücken fallen und dann draufdreschen. Im Idealfall mit einem magiedurchwirkten Schwert oder wenn ihr eine Waffe eurer Wahl habt und das mit klebrigem weißem Zeug beklebt, dann verursacht ihr besonders viel Schaden und staggert ihn auch. Immer, wenn ihr ihm auf den Rücken haut. Nutzt das Ende einer seiner Kombos, um im Zweifel heilen zu können, aber auch da solltet ihr möglichst viel Abstand suchen. Auch hier mobil bleiben, immer beobachten, was macht er und ihn agieren lassen und selbst immer nur reagieren, statt selbst anzugreifen. Versuchen an seine Seite zu kommen oder hinter ihn, um ihn dann durch Magieschaden zu staggern. Wenn ihr auf Risiko gehen wollt, nehmt ihr die Waffe in beide Hände, um mehr Schaden zu verursachen, aber dann geht das natürlich auf Kosten eurer Deckung. So, wenn ein Drittel bis ein Viertel seiner Leben nach unten getrimmt worden ist, beginnt die zweite Phase. Er beginnt so hell zu leuchten und dann wird er noch aggressiver, als er ohnehin schon ist. Wir sind hier wieder bei unserem Magier. Ihr seht schon, ich habe hier gerade meine helle Mühe, von ihm wegzukommen und zu heilen.
ihr lässt euch da wirklich überhaupt keine Zeit mehr zum Atmen. Wenn ihr wirklich heilen müsst, dann einfach demarkieren, wegrennen, soweit es geht, heilen und dann wieder in die Offensive. Markieren, wieder Abstand suchen, einen Moment suchen, wo man schießen kann, wieder zurückweichen, demarkieren und wieder ans andere Ende der Arena rennen, damit man genug Platz hat. Wieder markieren und dasselbe Spiel von vorne. Da war ich ein bisschen zu nah dran. Wie gesagt, die Distanz ist das A und O hier bei diesem Kampf, vor allen Dingen als Magier. Und noch ein Schuss. Dann haben wir ihn. Ja, und da fällt er nach einer heftigen zweiten Phase, in der er wirklich komplett am Rad dreht. Natürlich werden wir menschlich, natürlich bekommen wir einen Keilstein, aber falls ihr es im Kampf schon gesehen habt, hier in der Arena liegt noch Loot. Sehr, sehr nützlich. Die Seele eines berühmten Helden und dann drehen wir hier nochmal ein bisschen unsere Kreise, denn hier hinten liegt noch ein Item. Drachensteinklumpen, 2 Stück davon. Level 2 Material für unser Feuerschwert. Perfektes Loot hier aus diesem heftigen Kampf. Wir werfen nochmal einen Blick auf diese recht majestätische Arena. Ich finde sie ganz, ganz toll. Eine der schönsten Boss-Areale hier für im Spiel, wie ich finde. Dann aktivieren wir den Keilstein. Bekommen die glühende Dämonenseele, eine weitere Boss-Seele, mit der wir was ganz Besonderes tun können. Sorry für den Versprecher. Und das tun wir jetzt sofort. Und zwar, indem wir in das Schmiedeareal zurückgehen. Denn Ed, der Schmied, kann mit dieser Seele etwas ganz Besonderes ausrichten. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir nehmen erstmal wieder unser Feldschirm in die Hand und unser Schild, so wie sie es gehört. Und hey, da hinten ist der Crystal Lizard wieder da. Der Boss ist bezwungen, deswegen taucht auch dieser Crystal Lizard wieder 3 weitere Male auf und versorgt uns mit jeder Menge Scharfstein. Gut, dann ab in den Aufzug. Wir können uns hier Zeit sparen, indem wir uns hier auf die Plattform runterfallen lassen, hier runterrollen, ein bisschen Fall Damage mitnehmen und schon sind wir unten. Speedrun Tactics. So, jetzt müssen wir erstmal alle Dialoge ausschöpfen. Sie sind wie mächtige Geister. Manche können sogar Waffen segnen. Doch dafür ist eine mächtige Flamme nötig. Gestärkt von einer Dämonenseele von sengender Hitze. Ja, gut, dass wir die dabei haben. Ich sagte doch, dass ich zu tun. Jedes Erz hat eine mächtige Flamme. Jetzt wiederholt er sich, jetzt müssen wir den Dialog verlassen und das ist manchmal ein bisschen tricky oder manchmal ein bisschen buggy, weil er irgendwie manchmal nicht darauf reagiert, dass wir jetzt tatsächlich genau diese Seele haben, die er braucht. Ja, das ist sie. Eine sengende Dämonenseele. Damit kann ich neue Arten von Waffen schmieden. Bringt mir eure mächtigsten Seelen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der einzige Nutzen, den die Flamelurker-Seele hat, es sei denn, ihr konsumiert sie und bekommt dann natürlich einen richtigen Seelenbatzen, aber es ist viel schöner, diese glühende Dämonenseele diesem Schmied hier zu geben, weil Ed kann aus weiteren Dämonenseelen, also aus weiteren Bossseelen, ganz, ganz spezielle und zum Teil richtig mächtige Waffen schmieden. Eine kluge Wahl. Ihr tut gut daran, auf den großen Schmied Ed zu vertrauen. Bringt mir eine Dämonenseele. Und ich werde damit eure Waffe segnen. Wunderbar. In gegebenen Fällen, wenn wir dann weitere Dämonenseelen sammeln, werde ich euch natürlich sagen, was diese Seelen dann bringen als Waffe. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob das echt eine Waffe ist, die ihr ausprobieren wollt, oder ob ihr dann lieber den Seelencontainer konsumieren wollt für einen ordentlichen Batzen, Währung. Gut, dann ab zurück in den Nexus. Wir haben nämlich 22.000 Seelen auszugeben bei der schwarzen Jungfer, um ein bisschen Levels gut zu machen. Und das machen wir jetzt natürlich als allernächstes. Ha! Moment, nein! Eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben ja jede Menge Upgrade-Material gesammelt. Und das wollen wir jetzt natürlich in unser frisch gesammeltes Flammenschwert, in unser Drachenschwert, stecken. Mal gucken, wie viele Levels wir da investieren können in das Upgrade unseres tollen Schwertes. Ausrüstung, Waffe aufwerten, Drachenschwert.
Wir kommen auf Level 2, wir kommen sogar auf Level 3 und wir kommen sogar auf Level 4. Um Level 5 abzugrasen, brauchen wir noch 6 Drachensteinscherben. 5 Klumpen haben wir schon, einen reinen Drachenstein haben wir auch schon. Um das Drachenlangschwert auf maximal plus 5 zu bringen, braucht ihr übrigens insgesamt 22 Scherben, 9 Klumpen und diesen einen Rheinstein. Das heißt, wir müssen nur noch 6 Scherben farmen. Und ich werde euch jetzt dann gleich zeigen, wo das ganz, ganz schnell und ganz, ganz unkompliziert geht. Aber wie gesagt, zuallererst in den Nexus, um die jetzt nicht mehr 29.000 Seelen, sondern nur noch 21.000 Seelen, der Rest ist ja in unser Drachenschwert gewandert, zu investieren für weitere Level-Ups. Diesmal wirklich nichts vergessen, jawohl. Also ab in den Nexus. Und noch ein kleines bisschen durchatmen. Der Flame Lurker ist echt immer wieder eine richtig batzige Herausforderung, aber ein ganz, ganz toller Kampf. Ich liebe ihn. Er ist so spektakulär und so toll eindrucksvoll inszeniert hier im Remake. Absoluter Irrsinn. Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Ja. Dann berührt den Dämon in mir. Okay. Seelenkraft erlangen. Wir gehen weiter auf Magie, um weiter unseren Magieschaden zu verstärken. Bei 25 soll dann erstmal Schluss sein. Und die restlichen Seelen investieren wir hier bei Patches in ein bisschen Heilkraut, weil wir haben ja durchaus ein bisschen was verbraucht. Und da können wir dann ein kleines bisschen unseren Vorrat wieder aufstocken. So, und nun zeige ich euch noch, wie man ganz gut Drachensteinscherben farmen kann. Dazu gehen wir tatsächlich in den unterirdischen Tempel, da wo wir gerade den Flame Lurker bezwungen haben. Vor Jahrhunderten wurde ein Feuerdämon in einem Untergrundtempel zwischen Drachengebeinen eingekerkert. Doch unter dem Tempel, in einem See aus Lava, ruhen die Knochen eines kolossalen Drachen. Oh je, oh je, oh je. Also, ab zurück. Und hier im unterirdischen Tempel machen wir dann ein kleines bisschen Backtracking. Da vorne geht es zum Erzdämon dieses Gebietes. Den schauen wir uns in der nächsten Episode an. Aber wir drehen jetzt erstmal um und farmen noch ein paar Scherben. Klumpen haben wir genug. Den Rheinstein, den haben wir auch schon. Und die 6 Scherben, die sind sehr, sehr schnell gefarmt. Und der Vorteil ist, hier unten bekommen wir dann auch noch ganz gut Seelen mit. Und zwar hier links abbiegen in den Tunnel. Vorsicht vor den Würmern, die hier aus dem Boden stoßen, aber die sollen uns egal sein. Wir müssen nur zu dieser Leiter schnell nach oben klettern, bevor sie uns erwischen. Den Crystal Lizard, den können wir jagen, den brauchen wir allerdings nicht. Kein Crystal Lizard hier in dem Gebiet lässt Drachenstein fallen, leider. Das finde ich ein bisschen schade. Wir müssen uns also auf die Suche nach den Glutkäfern, den Bärenkäfern machen. Und um zu denen zu kommen, müssen wir hier uns hier runterfallen lassen, diese Leiter wieder hochklettern und in diesen Tunnel hinein. Runterrollen und nun Vollgas geben. Es ist absolut gefahrlos hier. Hier gibt es keine explodierenden Glühwürmchen. Hier gibt es keine Minenarbeiter. Nur ein etwas unheilvoll glühender Tunnel, der hier vorne in unsere berühmt-berüchtigte Kreuzung übergeht, wo wir jetzt mit dem Farming beginnen können. Und zwar direkt geradeaus. Nämlich diesen mittelgroßen Bärenkäfer mit den beiden Crystal Lizards, die wir auch wieder gerne wieder umhauen können. Die können wir super parallel treffen. Und der Bärenkäfer lässt uns auch weitgehend in Ruhe. Mittlerweile haben wir auch deutlich mehr Magieschaden, deswegen es mehr Spaß macht, diese Burschen hier umzuhauen. Wir erinnern uns, in der letzten Episode war das nämlich eine ganz schöne Durststrecke, hier diese Viecher umzuhauen, weil sie sehr tanky sind. Das geht jetzt viel einfacher. Und nicht vergessen, die markieren, wenn sie sterben, weglaufen, weil die explodieren. Schön, dieser Käfer hat überhaupt nichts fallen lassen. Das ist nämlich hier der Loot von den beiden Crystal Lizards. Das ist nicht fies, nicht fair. So, bevor wir hier runtergehen in den Lavasee, drehen wir um und schnappen uns diesen großen Bärenkäfer von hinten. Absolut gefahrlos können wir ihn hier platt machen. Weil er kann sich nicht umdrehen, er kann nicht springen, er kann keine Stampede ausführen und seinen Stachel hat er nur vorne. Es ist fast ein bisschen gemein, aber der Zweck heiligt die Mittel. Und es ist so einfach die einfachste Möglichkeit, Drachensteinscherben zu farmen.
schön ist, dass man tatsächlich, wenn man sämtliches Loot gewissenhaft einsammelt, auf dem Weg durch die Tunnelstadt und im Areal des Bosses, dass man genug Klumpen hat, um das Schwert auf plus 5 zu bringen. Denn die Droprate von Klumpen bei diesen Käfern ist enorm gering. So, eine von 6 haben wir gesammelt. Wir werden in diesem Video nicht alle 6 sammeln. Ich möchte euch nur zeigen, wo und wie man am schnellsten zu welchen kommt. Und hier diese beiden Mutterkäfer, die da hinten ist ja noch ein dritter. Die sind auch super geeignet, um Scherben zu farmen. Das werde ich jetzt tatsächlich auf the record tun, um unser Flammenschwert, um unser Drachenschwert auf plus 5 zu bringen. Denn wir werden das früh genug benötigen, dieses Schwert. Und zwar in der nächsten Welt schon. Aber davor werden wir in Welt 2 noch den Erzdämon bezwingen. Ein sehr spektakulärer, wenn auch ein bisschen gimmickiger Kampf, der aber echt schön anzuschauen ist. Das war es mit dieser Episode des Einsteiger-Guides von Demon's Souls. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen freuen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Viel Spaß beim Nachspielen, viel Erfolg beim Nachspielen und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Einsteigerguide von Demon's Souls. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut drauf, haut drauf und macht's gut. Bye, bye.